Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe es hier schon mal ausgepackt. Ich muss noch mal gucken, ob da noch was anderes drin ist. Nee. Wir nehmen den Karton weg. Und es ist nochmal von Nacon, was, und zwar ein Controller. Hier haben wir bei Nacon. Auch hier oben ein Siegel mit der, ich weiß nicht, das kommt immer so scheiße rüber. Aber da sieht man so ein bisschen die Cobra. Also hier könnt ihr sie richtig sehen. So. Und das ist ein Controller für die PlayStation 4. Offiziell, auch wahrscheinlich vom PlayStation lizenziert. Ach, da oben steht es auch, offizielles PlayStation-Produkt. Und das ist der erste Controller für mich, wo die Analogsticks nicht unten sind. Wir haben nämlich hier einen Analogstick und hier das Steuerkreuz und hier auch so eine Art Steuerkreuz. Das ist der erste. Quatsch, Steuerkreuz. Hier sind die Tasten, bin ich doof. Und hier das Steuerkreuz. Also praktisch, die beiden sind vertauscht. Viele von euch kennen das von der Xbox. Für mich ist es das allererste Mal, ein Touchpad ist auch mit bei. Wir gucken uns den im Hardware-Video dann genauer an. Für mich ist es das allererste Mal, dass ich einen Controller für die PlayStation mit dem vertauschten habe. Viele schwören drauf, Xbox-Leute, die schwören drauf, das ist ergonomisch und wünschen sich das für die PS5 und so weiter. Für mich ist es meine allererste Erfahrung. Ich hatte schon mal einen Xbox-Controller damals in der Hand, aber das ist ja Xbox 360, das ist ja schon anno dazu mal her. Und ich fand die Xbox-Controller mal sehr klobig und sehr fett. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier ist. Jetzt müssen wir den erstmal hier... auspacken. Und dann gucken wir uns dem Hardware-Video dann genauer an, weil sich viele ja wieder Unboxings gewünscht haben. Es ist jetzt nicht weltbewegend, was wir hier auspacken, halt nur ein Controller, aber extra für euch wieder ein Unboxing. So. Ah. So. Da sind noch Sachen drin. So, wir haben den jetzt aus der Verpackung befreit und in der Verpackung ist wichtig, das vollständige Handbuch mit Beschreibung des Controllers über folgenden Link herunterladen. Also, wir haben praktisch jetzt nur so einen Zettel in verschiedenen Sprachen und da ist ein Link mit bei, also wird in verschiedenen Sprachen erklärt, wo man den Link findet. Und dann kann man sich das komplette Handbuch vom Controller herunterladen oder online durchlesen. Das haben wir hier. Wichtig zum Verlängern der Akkulaufzeit sollte der Controller nach Gebrauch ausgeschaltet werden. Dazu PS-Taste drücken, bis die LED erlischt. Ach so. Das erneute Drücken der PlayStation-Taste holt den Controller aus dem Energiesparmodus zurück. Okay, also bin ich mal gespannt. Muss man praktisch die PlayStation ausschalten und den Controller separat. Oh, irgendwie wird das von Zettel zu Zettel kleiner, die Schrift. Ich habe meine Lesebrille nicht bei. Egal. So, dann haben wir hier. Nehmen wir das erste Mal ab. Dann kommt hier ein USB-Kabel zum Vorschein. Den gucken wir uns dann auch im Hardware-Video genauer an. Hier unten liegt ein USB-Stick, denke ich mal. Und hier haben wir den eigentlichen Controller. Mehr ist da jetzt nicht mit drin. So, also ihr bekommt praktisch den Controller, der von unten
ja, diese Ladestation nicht hat, aber Kopfhöreranschluss habt ihr. PlayStation-Taste, Share-Knopf ist alle da. Gucken wir uns nachher dann im Hardware-Video genau an. Die Leuchtbar fehlt hier oben auch. Die haben wir auch nicht. Aber ein Touchpad. So. Ich hole mir auch gleich noch einen PlayStation-Controller. Und dann gucken wir uns das mal genau an. Der USB sieht auch ordentlich lang aus. Den gucken wir uns dann im Hardware-Video an. Ach hier. Können wir abknicken. Ah, das wird die Antenne sein, denke ich mal. Und die können wir dann halt... Ja, und hier haben wir einen Connect-Knopf. Und die können wir dann halt ranmachen. Und wenn wir es hinten ranmachen sollten, wie bei der PS4 Pro, können wir halt so machen. Ja, das gucken wir uns dann im Hardware-Video dann genauer an. So. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wo wir uns den Controller genau angucken werden. Ich werde auch noch mir... einen PS4-Controller dazu holen, damit wir die dann im direkten Vergleich haben. Und dann werde ich in den zukünftigen Streams, werde ich den dann jetzt benutzen. Und dann bin ich mal gespannt, wie er sich schlägt. Und dann wird es dann nächste Woche oder übernächste Woche einen Hardware-Check geben, wenn ich mit dem ein bisschen mehr Erfahrung gemacht habe. Wie gesagt, ist mein allererster Controller mit dem vertauschten Layout. Xbox-Leute kennen das schon seit Jahren. Ich bin PlayStation-Fan und bin schon die ganze Zeit bei PlayStation und habe auch immer die Original-Controller gehabt. Und das ist für mich, dass die beiden hier vertauscht sind, ist für mich sehr neu. Aber viele schwören halt drauf. Ich bin mal gespannt. So, dann, wie gesagt, hier auch ein Cut. Adäumchen wäre Adräumchen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wo wir uns den Controller genau angucken werden. Den Stick, den USB-Kabel. Und versuchen, den hier mal anzumachen. Gucken, was da leuchtet. Den Controller uns genauer angucken. Und die Griffigkeit uns angucken. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.